Da könnte auch was drin sein. Aber wir brauchen jetzt diese Kiste hier. Dringendst. Ach ja, ich finde Fahrzeuge in Spielen ja immer so toll. Vom Alter her ist er authentisch. Aber das Alter selbst ist nicht authentisch. Und was soll das heißen? Sie sagten, der Sarkophag stammt etwa aus dem 11. Jahrhundert. Damals entstand auch die Artus-Legende. Der echte Artus lebte aber 5 Jahrhunderte früher. Der Sarkophag ist also alt, aber nicht alt genug. Da drin könnte sonst wer liegen. Oder gar niemand. Nein, hier muss noch was anderes sein. Genau. So hoch, dass sie noch dran springen kann. Da. Ah, da drauf. Du rutschst nicht davon runter. So. Hier drüber. Du kannst da durch. Aha, Spiel sieht das also nicht vor. Ich will nicht glauben, dass man da hinten lang musste. Okay. Wir hatten noch mal so eine Funktion in dem Ding. Die sagte, drücken Sie die interagieren. Genau diese Funktion, glaube ich. Das ist ein Mechanismus. Das kannst du sicher bewegen. Keine Ahnung, ob das was nützt. Lässt sich das bewegen? Sicher. Ketten. So, und dann nehmen wir uns nochmal den Gabelstapler. So. Okay. Dann nehmen wir es halt mit. Grübel, Grübel. Hier waren die Fallen. Wie lässt sich das nur bewegen?
auf die Kiste. Müssen wir echt Kisten? Ich glaube nicht, dass wir Kisten stapeln müssen. Es ist ja auch recht aufwendig, die Kisten dahin zu fahren. Zumal die Dinger umkippen können. Ich glaube, wir haben uns hier noch nicht gut genug umgesehen. Kiste. Das lässt sich bestimmt bewegen. Ja. Hinter der Treppe ist nichts. Oh Mann, ich mag das nicht, wenn man nicht so weiterkommt. Die haben wir schon analysiert. Okay, dann holen wir noch ein paar Kisten. Dann weiß ich es nämlich wirklich nicht. Das heißt, ein paar Kisten. Wir haben nur noch eine, die wir, glaube ich, nehmen können. Nämlich die da. So, wir schieben gerade die Kiste nur rum. Ja, die andere nehmen wir auch noch mit. So. Jetzt haben wir ja quasi eine Treppe gebaut. So, und hopp. Und hopp. Aber hier dürfen wir ja scheinbar nicht rüber. Müssen wir nachher wirklich da wieder hoch? Da kommen wir nicht mehr hoch. Kontrollpunkt.
Ach ja, ja, die ist ein normaler Mensch, die kann keinen Doppelsprung. Hier kommen wir nicht mehr lang. Hier ist nur ein Regal. Nein. Des Rätsels Lösung muss also da unten sein. Wir haben noch nicht oft genug versucht, mit dem Ding gegen das Gitter zu fahren. Ja, wisst ihr, wie es geht? Jetzt habe ich es mir hier ein bisschen zugebaut, aber... Achtung! Es ist ja ein Gabelstapler. Was haltet ihr denn davon? Genau, das Ding fliegt hoch und wir fahren mit unserem Gabelstapler weiter. Alles klar bei dir? Ich würde es lieber langsam angehen lassen. Was hättest du dem Gabelstapler sagen sollen? Ich vertraue darauf, dass da einfach... Ja... Man sollte da nicht vertrauen. So. So was. Ach ja, vielleicht wieder mal etwas. So denken. Hep. Ja. Link könnte sich da noch abrollen. So. Genau, da lassen sie sich nicht noch festhalten. Ja gut, wir wollen es ja auch ein bisschen realistisch lassen. So. Sei vorsichtig, Lara. Bitte, Alistair. Ich muss mich konzentrieren. Ja, genau. Beruhige dich, Alistair. Sonst darfst du nicht mehr bei mir vorne sitzen. Ach, die zwei. Ach, und das hält unendlich lang. Ja, ich glaube, der Sprung sollte so ohne weiteres funktionieren. Und hopp. Und hopp. Und rüber. Ach ja, da wären wir zu dem Ding gekommen. Ah, ein Seil. Ich muss damit aufhören. Nicht mal mehr in die Richtung. Und hopp. Und hopp. Moment, in Tomb Raider denken. So. Hier um die Ecke.